Insofern herzlich willkommen und bitte, ich bitte Sie um Ihr Wort. Danke sehr. Ganz herzlichen Dank. Danke sehr. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Mielke, für diese freundliche Begrüßung, auch die freundliche Erinnerung an den Ort unserer ersten Begegnung, der ja in jeder Hinsicht angenehm und auch weiterführend war. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen aus dem Parlamenten, aus dem Bundestag, Josef Göppel, aus dem Europaparlament, Peter Liese. Ich sehe Frau Diekmann wieder als Chefin, Präsidentin der Welthungerhilfe. Wir haben uns länger nicht gesehen, seitdem Sie nicht mehr Oberbürgermeisterin in Bonn sind, und auch viele andere Gesichter, die ich kenne. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Ich bin sehr gerne hierher gekommen. Ich will zugeben, dass das vielleicht eine als politische Floskel erscheinen mag, aber da wir uns ein bisschen immerhin kennen, habe ich die Hoffnung, dass Sie mir das glauben, dass ich mich wirklich bemüht habe, für kurze Zeit leider nur hier sein zu können, weil ich zuerst zugesagt hatte, einen weiteren Termin heute Abend um 19:30 Uhr, eine Laudatio zu halten, und da kann man auch dann nicht mehr raus. Darum kann ich nicht so lange, richtig lange hier bleiben, aber freue mich, dass ich jedenfalls kurz hier sein darf. Ich freue mich, hier zu sein, weil es mein persönliches Empfinden ist, dass wir bei aller Distanz, die Sie als NGO und ich als Umweltminister miteinander haben müssen, doch eine wirklich tiefe Verbindung haben in den Zielen, die wir gemeinsam erreichen wollen. Dass Distanz dazugehört, ist klar. Das ist auch ein Teil der Möglichkeit und der Aussicht auf Erfolg, weil Sie eine andere Aufgabe in der Gesellschaft heraus haben, die auch eine kritische Fordererrolle, Mahnerrolle, Kritikerrolle, aber eben auch Macherrolle ist im Bereich der Zivilgesellschaft. Und insofern ist aus einer gewissen Spannung, aber auch Verbundenheit in den Zielen, glaube ich, wirklich ein produktives Miteinander daraus auch möglich, herstellbar, und meine Erfahrung meiner anderthalbjährigen Amtszeit. Darum ist es mein erstes Bedürfnis, Ihnen zum 20-jährigen Bestehen zu gratulieren und zu danken. Eine Gesellschaft existiert nicht aus den staatlichen Normen, aus den Institutionen, und Engagement ist nicht selbstverständlich, aber eine Lebensbedingung jeder Gesellschaft. Es ist ein bürgerschaftliches Engagement. Es ist ein Nachweis für Glaubwürdigkeit, für Lebendigkeit und für die Zukunft einer Gesellschaft und für das, was Sie geleistet haben, was Sie leisten, für Ihre Kompetenz, von der wir profitieren, national und international. Wir haben uns ja nicht nur national kennengelernt, sondern es ist auch auf der internationalen Ebene, wo Sie dabei sind, von Ihrem Idealismus, Ihrem Elan, das gilt natürlich auch für andere, die dabei sind, davon profitiert. Unser Land, unsere Gesellschaft und auch, glaube ich, das gemeinsame Bemühen um eine gute Zukunft. Und darum möchte ich Ihnen Danke sagen für die Arbeit, die Sie geleistet haben. Das ist das Wichtigste, was ich sagen wollte. Und ich möchte eingehen, Sie haben das Stichwort schon genannt, es ist wahrscheinlich, fällt es immer, wenn wir uns begegnen, was aber auch klar ist, das, was, glaube ich, uns beide, auch in unseren Institutionen, wirklich umtreibt. Das ist die Verbindung, an der wir weiterarbeiten. Das ist eine Arbeit für die Transformation, für eine Transformation von Gesellschaften und Wirtschaft. Diese Aufgabe, an einem neuen Fundament gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung mitzuarbeiten, das ist, glaube ich, eine große Vision in unserer Zeit, die auch fasziniert und die begeistert. Zu erkennen, dass ein Wachstumsmodell, das in Ressourcenverbrauch besteht, das in der Vergangenheit zu Wachstum und wirtschaftlichem Erfolg geführt hat, nicht deshalb heraus auch für die Zukunft legitimiert ist, sondern dass die Fortführung von Lebensweise und Wirtschaftsweise der Vergangenheit, die aufs Engste verknüpft ist mit dem Verbrauch unserer natürlichen, endlichen Ressourcen, keine Zukunft hat, nicht zukunftsfähig ist, schon heute in einem ethischen Sinne, in einem kantischen Sinne als Lebens- und Wirtschaftsweise nicht verallgemeinerungsfähig ist.
sondern nur als Privileg einiger weniger überhaupt noch von der Erde und dem Planeten auszuhalten ist, ganz sicher könnten schon heute nicht mehr 6,8 Milliarden Menschen den Planeten bewohnen, wenn alle so leben würden wie wir. Und darum ist die Lebensweise von uns schon heute nicht mehr gerecht, weil sie mehr verbraucht von dem, was auch andere, der größere Teil der Menschheit heute schon braucht. Aber sie ist eben auch insofern nicht mehr gerecht, weil sie die Lebens- und Zukunftsgrundlagen der nächsten Generation heute schon verbraucht. Wir haben jetzt wieder eine Katastrophe, die Katastrophe von Fukushima, die, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein neues Momentum für Veränderung, für Transformation schafft. Ich glaube, dass dies besteht und dass es unsere Aufgabe ist, eine wirkliche Energiewende in Deutschland herbeizuführen, die darin besteht, dass wir alles tun, auf dem wirtschaftlich vernünftig schnellsten Wege aus der Kernenergie herauszukommen und nachzuweisen, dass Energieversorgung durch Energieeffizienz, durch erneuerbare Technologien, erneuerbare Energien möglich ist, zukunftsfähig ist und sogar ein wirtschaftliches Erfolgsmodell ist. Ich bin davon überzeugt, dass das eine Erfolgsgeschichte werden kann. Eine solche Wende kann nur gelingen als Betätigung gemeinsamer Verantwortung. Und darum finde ich es ermutigend und positiv, wie sich zum Beispiel der Energiewirtschaftsverband BDEW geäußert hat, der als Energiewirtschaftsverband ein Ausstiegsdatum 2020 gesetzt hat. Wer hätte das vor einem Monat gedacht, dass der Präsident der chemischen Industrie, Evonik-Chef Klaus Engel, klar sagt, an die Bevölkerung, an die Industrie am meisten gerichtet, akzeptiert das, was an gesellschaftlichem Risikobewusstsein und homogener Erwartung vorhanden ist und macht es zur Grundlage wirtschaftlicher, unternehmerischer Entscheidungen. Und auf dieser Basis wollen wir zukunftsfähige Industrie entwickeln und. Ich glaube, dass viel möglich ist und dass es eine wirkliche Chance gibt, eine solche Energiepolitik nun auf eine breitere Grundlage zu setzen, sie aus der gesellschaftlichen Kampfzone herauszuholen, zu einem Mehrheitsthema, zu einem Konsensthema zu machen, weil das schon wirtschaftlich geboten ist, weil es um große Investitionen geht, die nur kommen, wenn es Investitionssicherheit ist, aber weil es, glaube ich, auch zur gesellschaftlichen Befriedung in unserem Land beiträgt. Dieses Beispiel ist aus meiner Sicht extrem ermutigend. Wenn ich das persönlich sagen darf, ich erlebe zurzeit Politik so komprimiert, wie ich sie in meinem politischen Leben noch nie erlebt habe. Es passiert jetzt manchmal in Stunden mehr als vorher in Legislaturperioden. Das ist darum ein echtes, glaube ich, historisches, ohne jetzt zu früh zu pathetisch zu werden, ein echtes historisches Momentum mit einer wirklichen Chance des Zusammenwirkens und einer fundamentalen Neuaufstellung in einem ganz elementaren Bereich, nämlich Energie als Lebensader einer Gesellschaft und auch einer Industrie. Eine wirkliche Chance, ein Nachweis der Möglichkeit von Politik. Das erfordert jetzt alle Konzentration, alle Kräfte. Und trotzdem finde ich es wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine solche neue Energiepolitik, die nicht vom Verzehr und nicht von der Überbordung von Restrisiken, nicht unüberschaubaren Ausmaßes, nicht nur für die heutige Generation, sondern für die nächsten Generationen lebt. Das ist ja einer der Phänomene des Restrisikos, dass es nicht Restrisiko nur allein für die Generationen ist, die darüber entscheiden, ob man es eingehen will, sondern die traurige Wahrheit ist, dass noch längst nicht alle Opfer der Katastrophe von Tschernobyl geboren sind. Es ist Verantwortung für nächste Generationen und eben auch Schadensstiftung für nächste Generationen, die völlig unbeteiligt sind über die Entscheidung darüber, ob das Risiko eingegangen werden sollte. Darum halte ich es für wichtig, dass wir diese Veränderung von Politik, dass die uns ermutigt, zu dem großen Transformationswerk auch einzusetzen, um das wir weiter ringen und kämpfen und arbeiten,
nämlich einen Wandel unserer Lebensweise, unserer Ökonomie. Das ist das Entwicklungsland Deutschland. Ich fand den Begriff, ich habe ihn offen gestanden noch nie gehört und ich finde ihn wirklich anregend, weil er deutlich macht, dass wir ein Entwicklungsland uns selber als Entwicklungsland verstehen müssen. Ein Land, das das alte Lebens- und Wachstumsmuster des Ressourcenverbrauchs aufgibt und zu einem neuen Lebensmuster und Wirtschaftsparadigma der Ressourceneffizienz der Naturschonung kommt. Ich bin davon überzeugt, dass das die Zukunftsfrage unserer Gesellschaft ist, weil das alte Wachstumsmuster und Paradigma uns in eine Sackgasse führt. Wir haben es nur und ausschließlich mit endlichen Ressourcen, natürlichen Ressourcen zu tun, auf dem heute unser Wachstum beruht. Und es ist kein Zufall, dass die Katastrophe des letzten Jahres, die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko war. Es ist kein, weil wir jetzt schon wegen der Knappheit der Ressource Öl, die übrigens im Preis wieder enorm angestiegen ist, das zeigt die wirtschaftlichen Unsicherheiten, in tausender Meeresmeter Tiefe nach Öl bohren müssen. Es ist kein Zufall, dass die Knappheit der Ressourcen sich darin ausdrückt, dass in dem Wachstumsjahr 2010 die Rohstoffpreise um 41% gestiegen sind, Kupfer astronomische Höhen hat. Und die entscheidende Limitierung für Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung ist die Endlichkeit der Atmosphäre als Deponieraum für Treibhausgase. Wir können nicht endlos und unbegrenzt CO2 und andere Treibhausgase emittieren. Dann wird die Natur zurückschlagen, wie wir alle wissen, wenn wir die Endlichkeit dieses Deponieraumes ignorieren, mit den Folgen des Klimawandels, die zuschlagen werden. In anderen Ländern stärker als bei uns. Überschwemmungen, Überflutungen, die ganze Inseln und Landstriche zum Absaufen bringen und die wirtschaftliche Existenzgrundlage von Millionen Menschen zerstören. Oder das Gegenphänomen, ebenfalls durch Klimawandel verursacht, von zu wenig Wasser. Konflikt, Kampf, Krieg um Wasser und Weideland. Und die klimatischen Folgen und die sozialen Folgen solcher Phänomene und Konflikte, die werden zu uns kommen. Und wir werden es nicht mehr auf der Basis von 6,8 Milliarden Menschen in die Sackgasse rennen, sondern wir werden in 30, 40 Jahren mit 9 Milliarden Menschen umso schneller an das Ende der Sackgasse gekommen sein. Es ist nicht zukunftsfähig, weil auch die Milliarden Menschen, die dazukommen, erstens überleben wollen und zweitens glauben, das Recht zu haben, so zu leben, wie wir leben, mit Zugang zu Bildung, mit der Möglichkeit von Mobilität, mit Gesundheitsversorgung, mit langer Lebensaussicht. Sie wollen so leben wie wir und damit wird der Ressourcenhunger, der Energiehunger steigen und zunehmen. Und darum wird dort nicht nur der Versöhnungspunkt, sondern die wechselseitige Abhängigkeit von Ökologie und Ökonomie sichtbar. Es wird keine tragfähige Ökonomie geben auf der Basis zerstörter natürlicher Lebensgrundlagen. Und es wird keine Bewahrung der Schöpfung geben, wenn wir es nicht mit wirtschaftlicher Kompetenz und marktwirtschaftlichen Instrumenten versuchen, die Menschen und die Wirtschaft zur Bewahrung der Lebensgrundlagen hinzuführen. Es ist eine wechselseitige Abhängigkeit von Ökologie und Ökonomie. Aber das erfordert diese Transformation. Es erfordert, dass wir vom Verbrauch weggehen zur Effizienz. Das ist eine kulturelle Herausforderung, die manche Gesellschaften noch nicht geschafft haben. Ich glaube zum Beispiel bedauerlicherweise die amerikanische Gesellschaft. Und es ist eine technologisch-ökonomische Herausforderung. Es ist der Wohlstandswettbewerb. Es wird sich die Verteilung internationaler Macht neu ausrichten, wie auch die Klimakonferenz in Kopenhagen sinnfällig geworden ist. Aber es ist vor allen Dingen keine apokalyptische Vision, dass mit der Endlichkeit der Ressourcen auch Wachstum beendet ist, sondern diese Transformation ermöglicht wirtschaftliche Entwicklung, Wachstum, so, dass sie auch für die nächsten Generationen möglich ist, weil sie die Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen als ökonomische Bedingung mit einplant. Darum glaube ich, ist das eine wirkliche Vision, die etwas zu verwirklichen versucht,
was bei guter Politik zusammengehört, nämlich eine ethische Fundierung, die ich an dieser Stelle Schöpfungsethik aus meiner Sicht nenne, mit Rationalität und Vernunft als ein Gebot ziviler Gesellschaften und zivilisierter Gesellschaften. Das eine ohne das andere halte ich nicht für eine politische Option, aber die Symbiose des Empfindens und des Wahrnehmens einer ethischen Verantwortung für die Schöpfung, die, weil sie Schöpfung ist, ein eigenes Recht und eigene Würde hat und nicht nur eine Funktion des Menschen ist, und gleichzeitig eine rationale wirtschaftliche Entwicklung, die nicht eine aus meiner Sicht elitäre Haltung einnimmt, wir brauchen keine Wirtschaft, wir brauchen keinen wirtschaftlichen Erfolg, wir brauchen kein Wachstum. Ich halte das für relativ elitär. Ich kann mir nicht vorstellen, ich kenne auch noch kein Konzept, wie wir Sozialstaat, Infrastrukturen, demografischen Wandel, Sozialsysteme ohne wirtschaftlichen Erfolg aufrechterhalten oder auch nur demokratische Mehrheiten dafür dann finden würden. Diese Transformationsaufgabe ist faszinierend, sie ist möglich, sie hat viele Gegner, nämlich all diejenigen, die im Status quo ihre Besitzstände verteidigen wollen und die nicht die Verantwortung wahrnehmen wollen, wie die Besitzstände der nächsten Generation sind. Darüber zu streiten, dafür zu kämpfen, dafür hinzunehmen, dass sie einem, wenn es nötig sein mag, aus ihrer Sicht auch auf die Nerven gehen, penetrant und erbarmungslos sind, das einzuklagen, keinen wirklichen Bedarf haben, politische Kompromisse zu machen, sondern eher für die Klarheit der Linie eintreten. Das ist die Erwartung, die ich an Sie habe. Das ist nicht immer schön, aber es ist notwendig und es macht auch am allermeisten Freude, weil es eben eine gute Verbindung ist. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser guten Verbindung bleiben, dass wir nicht gleich werden dabei, das ist klar, aber dass wir wissen, dass wir für ein gemeinsames Ideal kämpfen und streiten. Und ich glaube nicht, dass es naiv ist zu sagen, dass man durch Ideale getrieben wird, ob in einer NGO oder in der Politik. Und darum freue ich mich auf gemeinsame weitere Zusammenarbeit, nicht nur German Watch und Politik und Umweltministerium, sondern viele andere, die sich diesem Ziel verpflichtet sehen. Und ich finde, in dem, was wir im Moment an Möglichkeit, an konkreter Möglichkeit in der Politik sehen, eine große und starke Ermunterung. Und in Ihrer Arbeit in 20 Jahren ist das nicht auch zuletzt zu sehen. Alles Gute für die nächste Zeit. Herzlichen Dank und auf gutes Miteinander. Danke sehr.